Einen wunderschönen guten Tag, liebe Jungs und Mädels. Heute hier aus Uyuni. Wir haben uns ja gestern den Salar-Uyuni angeguckt. Heute geht's weiter. Mal wieder ein bisschen runter sozusagen von den Höhen. Ziel ist für mich heute Sucre. Aber zuvor muss ich hier mal gucken, dass ich irgendwo Benzin kriege. Und ja, hier links ist eine Tankstelle. Das Problem ist bloß, du kannst hier nicht mit Karte bezahlen. Das ist Punkt 1. So, und das heißt, ich muss schauen, dass ich irgendwo Geld herbekomme. Erstmal. Und ja, mal schauen, wie sich das gestaltet. Eigentlich sollte es kein Thema sein. Es gab schon vor 13 Jahren hier Bankautomaten und so, wo man halt entsprechend Geld abheben konnte. Und ich wüsste nicht, warum das heute anders sein sollte. Nichtsdestotrotz, das ist halt so das Leben des Reisenden, ne? Wenn du so den ersten Tag irgendwo in ein fremdes Land kommst und halt erstmal kein Geld hast. So, wir haben es 9 Uhr. Zum Glück erwacht die Stadt gerade erst, weil hier sind gerade chilenisch-bolivianische Tage und die ganze Stadt ist vollgestopft mit Markt tagsüber. Insofern geht das momentan gerade. Das ist die Hauptstraße, Hauptcenter liegt hier so rechts von uns. Tut mir leid, aber wie gesagt, ich habe andere Pläne gerade. Ansonsten sieht man hier Eisenbahn. Eisenbahn war früher hier super, super wichtig, um halt das Salz und die ganzen Wertstoffe, die hier abgebaut haben. Frag mich nicht, was genau. Heutzutage wird ja Lithium abgebaut, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber Fakt ist, dafür wurde ursprünglich mal die Eisenbahn gebaut und natürlich auch für die Garnison. Aber wird halt heutzutage nicht mehr in den Mengen genutzt. Ne? Also fährt nach wie vor noch eine Bahn, aber eben nur bedingt zu industriellen Zwecken, mehr nicht. Und deshalb hat man hier vor der Stadt natürlich auch den entsprechenden Bahnhofsfriedhof, ne, sozusagen, den ich euch ja gezeigt habe. Ja, gut. Mehr unnötiges Wissen will ich hier gar nicht raushauen. Lithium habe ich gesagt, Lithium wird hier abgebaut. Aber das ist halt so ein Thema. Unter Morales hat man angefangen, hier ordentlich Geld zu investieren eigentlich, um für Bolivien hier quasi eine vernünftige Einnahmequelle zu entwickeln, bezogen auf Lithium. Und ja, wir haben halt wie gesagt wirklich sehr, sehr viel Geld reingesteckt. Aber der Punkt hier ist, dass es hier gerade jetzt um die Zeit, Dezember bis Ende Februar, dann doch ab und zu mal regnet. Ja, wir können ja jetzt nicht von oft reden, aber es regnet doch mehr als woanders. Und das ist halt nicht sonderlich förderlich für die Güte des Lithiums. Das heißt, hier muss man sehr, sehr viel Trocknungsarbeit reinstecken und so. Will den Prozess gar nicht erklären, zumal ich den auch gar nicht wirklich hundertprozentig kenne. Fakt ist, das Salz und so weiter und so fort, alles was man jetzt hier fördert, muss extrem getrocknet werden. Und dadurch erreicht man nicht diese hohen Reinheitsgüten, die man eigentlich bräuchte für Lithium-Akkus letztendlich. Und das ist so ein bisschen ein Problem hier. Das ist sicherlich immer noch eine wirtschaftliche Quelle, auf die dann Bolivien in Zukunft bauen kann. Das hofft man eigentlich auch, weil ansonsten ist es halt ein Land, was doch ziemlich arm ist, ist nun mal so. Aber ja, das ist halt ein neuer Wirtschaftszweig. Muss man gucken, noch ausgeprägt ist er nicht, noch nicht wirklich, sagen wir mal so. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen. So, jetzt bin ich ja gespannt, ob ich hier was zu trinken kriege. Das hat auf jeden Fall mal alles wunderbar funktioniert. Das steht fest. Kannst halt auch nur bar bezahlen. Auch hier an der Tankstelle wieder. Insofern erstmal alles richtig gemacht. Wobei das Geld, was ich mir besorgt habe, gleich fast wieder weg ist. Muss ich erst nochmal gucken. Ich habe keine Ahnung, wie viel Bolivianos man für 1 Euro bekommt. Aber darüber mache ich mir heute Abend Gedanken. Ich komme hiermit auf jeden Fall bis nach Sucre, was mein heutiges Ziel ist. Und damit ist es dann auch, ja, erstmal für mich kein Problem. Nichtsdestotrotz hier beim Tanken, hier ist es so gewesen, die meisten Zweiräder, die hier kommen, die bringen ohnehin schon mal ihren eigenen Kanister mit. Das heißt, die stellen das Motorrad
irgendwo anbei neben die Tankstelle, kommen dann an die Zapfsäule, da steht dann eine Schlange mit Leuten, die Kanister in der Hand haben, und die tanken dann die Kanister und tanken dann über den Kanister ihre Motorräder auf. Inwiefern das so sein muss und man hier jetzt nur ein Auge zugedrückt hat, weil ich Extranjero bin, keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Fakt ist aber, du musst dann hier als Extranjero deine Identifikationsnummer angeben oder halt deine Passnummer, was auch immer, ne? Und dann Namen und so weiter und so fort. Das ist das Thema, was ich schon mal gesagt habe, die müssen das dann halt doppelt abrechnen und du bezahlst halt als Extranjero, als Ausländer eben auch mehr, ne? Du bezahlst ungefähr das Doppelte von dem, was die Einheimischen zahlen. Die Einheimischen jetzt hier an der Tankstelle zahlen 3 Bolivianos und 80, keine Ahnung, was auch immer, Cent. Und als Ausländer bezahlt man dann irgendwie 8 Bolivianos und 50 Cent oder so. So, hier werde ich wohl Maut bezahlen müssen. Mal gucken. Hallo, buen día. Ok, gracias. Buen día, chao. Daneben nicht. Auch gut. Gut, dann sage ich jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal, wie auch immer. Also egal, bin völlig durcheinander. Also, du bezahlst halt dort vor Ort als Ausländer mehr, so wie ich es eingangs schon mal gesagt habe. Das ist halt ungefähr das Doppelte. Wie viel das jetzt ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich muss mal gegenchecken, was denn ein Euro denn hier wert ist. Keine Ahnung, mal schauen. Okay, und damit, lange Rede, kurzer Sinn, auf nach Sucre. Nach Sucre sind ungefähr, würde sagen, 330 Kilometer oder so. Zwischendrin liegt noch Potosi, aber Potosi kenne ich jetzt auch schon, ist halt auch eine alte Minenstadt, dementsprechend auch ziemlich sandig, ziemlich kalt und habe ich momentan keine Lust drauf, gibt auch da interessante Sachen und klar, man kann sich auch alte Minen angucken und so dort vor Ort, aber dafür bin ich nicht gestrickt, da wird mir ganz anders, wenn ich in die Minen gehe, also vor allem hier in Südamerika, also in so eine Mine will ich sowieso nicht, also nee. Bring mich keine 10 Pferde rein, insofern fällt Potosi aus. Wir werden Potosi streifen und weiter nach Sucre fahren. Also während ich hier den Ausblick genießen kann durch das sogenannte V-Tal oder V-Stromtal, wie auch immer, weil hier NW, kann ich nur sagen, es muss nicht immer Offroad sein. Ne? Also Abenteuer und Schönheit der Natur genießen kann man auch auf einer, ich würde schon sagen, fast einer Traumstraße wie der hier erleben. Da stehen auch die fetten Kakteen am Rande. Wir sind jetzt hier in Pelka. Pelka und das Tal Pelka oder Valle de Pelka ist auch so ein natürlicher Spot, der bei den Touristen ziemlich weit oben steht. Kann ich auch nur empfehlen, ist sehr, sehr schön. Muss man ein Faible für haben, ist schon klar. Aber mir gefällt es hier zugegebenermaßen. Weil man hat hier sehr, sehr viel Gestein, das gerade abends, wenn dann die Abendsonne ist, mit extrem vielen unterschiedlichen Farben aufwartet. Sehr, sehr interessant.
Man ist nichts, wo man jetzt, keine Ahnung, 3 Wochen verbringt oder so. Aber hier kann man durchaus mal 2 Tage stoppen oder so und einfach mal hier durch das Tal wandern. Ist schon schön. Wir kommen langsam aber sicher nach Sucre und ich muss zugeben, dass ich da noch froh bin, weil die letzten 30 Kilometer waren erstens ziemlich kurvenreich und zweitens, ja, überholen die Jungs hier an wirklich jedem Ende. Teilweise, du weißt nie, was hinter der Kurve auf dich wartet. Zwischendrin ein paar Speedbumps, wo irgendeiner steht, weil er versucht, sein Auto drüber zu tragen, war ein bisschen anstrengend jetzt zum Schluss. Ansonsten war die gesamte Route 5 meiner Meinung nach ziemlich cineastisch, fand ich wirklich schön, bis auf eben hier die letzten Kilometer nach Sucre rein, beziehungsweise rund um Potosi, die waren so ein bisschen anstrengend, aber ansonsten kann ich diese Route hier nur empfehlen. Gut, ansonsten sehen wir uns dann, denke ich mal, morgen so ein bisschen aus der Stadt heraus. Die wunderschöne Stadt Sucre liegt auf ungefähr 2800 Metern Höhe. Das heißt, man braucht schon ein bisschen Akklimatisation, damit man hier nicht mit Kopfschmerzen den ganzen Tag durch die Stadt läuft. Ansonsten hat Sucre zurzeit ungefähr 250.000 Einwohner nach Informationen der Touristeninformation und ist damit mehr oder weniger die 6-7-größte Stadt des Landes. So genau kann man das nicht sagen. Nichtsdestotrotz ist Sucre im Gegensatz zu dem, was viele andere Leute behaupten, die Hauptstadt von Bolivien. Also nicht La Paz, sondern Sucre ist die Hauptstadt von Bolivien. Die historische Innenstadt ist mit alten Kolonialbauten gespickt, die schön im Weiß vor sich hinstrahlen. Und die Einwohner hier vor Ort behaupten auch, dass einmal im Jahr sämtliche Gebäude neu weiß gestrichen werden. Ob das stimmt, kann ich nicht wirklich nachvollziehen, aber es macht natürlich einen wahnsinnig schönen Eindruck. Die ganze Stadt ist wunderschön, relativ entspannt, mal abgesehen von dem Straßenverkehr. Aber sie ist auch wirklich modern. Wenn man auf die Hinterhöfe guckt, finden sich wirklich sehr, sehr gute und schöne, neue, moderne Boutiquen. Man findet hier wirklich alles vor Ort. Es gibt tolle Restaurants und das ein oder andere Museum, was man empfehlen kann. Von meiner Seite her auf jeden Fall das indigene Museum hier vor Ort. Das ist wirklich fantastisch, muss man aber Zeit mitbringen. Ja. Mit diesen Bildern aus meiner Lieblingsstadt Boliviens möchte ich mich für heute bei euch verabschieden. Ich bin Jens, das ist meine kleine Weltreise und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin bleibt alles schön gesund und wir sehen uns.